Wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 25. Januar. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns jetzt auf unseren Breakout Trade vor. Heute ist EZB-Sitzung, Zinsentscheidung und Pressekonferenz von Draghi. Also wer das Risiko scheut, der sollte draußen bleiben. Wir werden es aber hier machen. Wir haben heute Morgen auch schon alle Devisentrades, die wir platziert haben beim Breakout nach der Swissbox-Methode in den TP gebracht. Also Volatilität scheint da zu sein und das brauchen wir ja für unsere Strategie. Wir haben heute ein High bei 13.408 im DAX. Das Tief liegt bei 13.374. Tendenz eher momentan Richtung Süden, nachdem er diese Woche ja All-Time-Highs gemacht hat. Wir werden also die Box rausholen und werden uns an das Tief orientieren der Bewegung. Das würde bedeuten, wir würden, wenn alles so bleibt, die Short-Order bei 13.373 platzieren und Long-Order bei 13.388 und versuchen mal unser Glück und schalten das direkt scharf. 13.373 Short und 13.388 Long. Das ist die Box für heute. Wer hat mich denn? So, wir sind ausgeführt. 8:55 Uhr. Unser TP liegt bei 66. Hier unten. Aktuell wird 69 gehandelt. Wir brauchen noch einen Punkt hier. Und ihr seht, der Markt drückt uns nach unten. Ein Punkt fehlt noch im DAX, dann sind wir raus. Ihr seht, noch ein halber Punkt fehlt. Und wir sind draußen, meine Damen und Herren. Wir sind draußen, 8 Uhr fürs Protokoll, 8:55 Uhr. Der Trade-Handelstag 328, 328 in Folge. Jetzt, ich wünsche euch allen erfolgreichen Handelstag. Es ist 8:55 Uhr und wir machen hier im Live-Trading-Raum weiter und wenn ihr Lust habt, dann bis morgen.